Hey Leute und willkommen zum wahrscheinlich letzten Part Plants vs. Zombies. Zumindest wenn das, was ich so in den Kommentaren und auf anderen Videos gesehen habe, gelesen habe, stimmt. Lass uns einfach mal diesen blöden Shop zur Seite. Ich will zocken. Und den wahrscheinlich letzten Level des Dachs austesten. Ich mach das jetzt doch nicht mit diesen. Oh, Scheiße. Ach du heilige Scheiße, Alter. Also sie haben einfach das komplette Programm nochmal hierfür. Also ich weiß nicht, ob das das letzte ist, aber bei 9 hört es ja normalerweise auf. Das heißt, theoretisch dürfen wir danach jedenfalls nicht mehr auf dem Dach unterwegs sein. Ach du gute Leute, Alter. Also auf jeden Fall brauchen wir den hier. Und wir brauchen eigentlich auch die hier. Und mindestens brauchen wir auch den hier. Und die hier können wir uns gar nicht leisten. Also Münzen lassen wir jetzt einfach mal beiseite. Ein Level haben wir noch frei. Nehmen wir den Schutz oder nehmen wir den Angriff? Ich denke, wir nehmen den Schutz. Okay, keine Ahnung, ob das hier gut geht, liebe Leute. Aber sie haben auf jeden Fall fürs Ende nochmal alles rausgeholt. So kommt es mir auf jeden Fall vor. Wenn das hier wirklich, wie jemand gesagt hat, und wie ich ja auch, ich meine, ich gucke mir auch an, wie lange das Let's Play theoretisch gehen kann, damit man immer so ein bisschen vorausplanen kann. Aber wenn das hier wirklich das Finale sein sollte, dann ich Angst. Dann ich separat ein wenig Angst. Auf jeden Fall drei Wellen, das ist schon mal was. Das dürfen wir natürlich ein bisschen Geld sammeln, also anders geht es jetzt gerade nicht. Ich muss da jetzt schon den ersten von der Abwehr hier hinsetzen. So. Genau. Falls ihr übrigens was im Hintergrund hören solltet, meine Freundin kocht gerade, während ich hier aufnehme. Sag mal hallo. Ich bin da, wo ich hingehöre. Sie ist in der Küche, genau. Da wo Frauen hingehören. Nein, schlag mich nicht. Hat sie selber gesagt, ja? Kommt nicht von mir. Ist aber nett, dass die aus derselben Reihe kommen. Hilft mir ein bisschen beim Hochrüsten. Ah. Ja, ich habe ein bisschen Respekt vor diesem Level. Aber bis jetzt haben wir es auf jeden Fall mit unserer Abwehr eigentlich relativ gut geschafft. Deswegen bin ich auch ein kleines bisschen optimistisch in diesem Level. Ob das gut ist oder nicht, das erzählt euch nachher noch das Licht. Und nicht das am Ende des Tunnels, weil das bringt euch immer um. Ich mache erstmal zwei Reihen von diesen Sonnenblumen auf jeden Fall. Dann sehen wir weiter, ob wir eine. Eigentlich will ich danach eine Runde Mais. Und danach will ich eigentlich direkt weitergehen. So, jetzt müssen wir nämlich hier hinten schon. Da kommt auch schon gleich der erste Mais dann hin. Weil ansonsten kriegen wir diesen Zombie da nicht klein. Da kommen noch schon noch eins. Wer von euch will? Wer von euch hat noch nicht? Du hast noch nicht. Aber du auch nicht. Mais. So. Wir werden auf jeden Fall erstmal diese zwei Reihen fertig machen. Aber in der Reihe davor dieses Mal die Melonen. Und erst dann die Abwehr setzen. Einfach mal ein bisschen was anderes probieren. Mit den Melonen hier, von der ich natürlich zugegebenermaßen. Siehst du, dafür der Mais. Der ist einfach perfekt. Der bewegt sich heute nicht mehr. Der wird heute Abend denken, dieser Zombie, wäre ich doch bloß nicht wieder erwacht oder so. Gut, noch hier können wir uns den Mais leisten. Und dann versuchen wir hier möglichst schnell voranzukommen. Ich hoffe echt auf diese Melonen, weil diese Riesenviecher, die uns hier bis jetzt den Tag versüßt haben, sahen alles andere als geil aus. Also wenn die jetzt hier zum falschen Zeitpunkt kommen, und darauf warte ich eigentlich nur, haben wir ein Problem. Hä, was kommt der hier durch? Ah, ich dachte schon. Ich wollte mich schon gerade ein wenig wundern. Oh, Melonenpflanzen. Ich kann nur auf die Melonenpflanzen hoffen. So, das ist natürlich jetzt in einer Reihe, wo ich noch gar nichts getan habe. Ich will aber eigentlich, das, bevor ich mit den Melonenpflanzen anfange, den Mais durchgängig gut haben. Weil der Mais ist dann doch zumindest ein kleiner Verlangsamungsfaktor. Meine Güte, ich bin so gespannt hier gerade. Ich kann nicht mehr wirklich sprechen. Und das ist von einem Let's Player zugegebenermaßen eher beschissen. Wenn er die Gabe des Sprechens verlernt, weil ihn das Spiel zu sehr kostet. Kommt mir aber öfters vor. Also solltet ihr eigentlich schon gewöhnt sein von mir. Der sollte aber bitte langsam mal. Ich werde jetzt wirklich hier mit den Melonen anfangen. Aber auf jeden Fall auch schon immer. Ach komm schon, halt den mal auf. Meine Güte. Kopflos ist der hier unterwegs. Aber davor auch schon jedenfalls diese Reihe hier hinziehen, weil die ja sehr, sehr langsam nur respawnen. Und da ist es dann, glaube ich, bis jetzt sind wir gleich bei der ersten großen Welle angekommen. Scheiße. Mir fehlt ein bisschen das Money, liebe Freunde. Mir fehlt das Money, um hier Freude zu haben in diesem Level.
Aber ich habe schon zwei Reihen Sonnenblumen. Doppelt so einen Blumen fange ich auf jeden Fall nicht an. So, der ist schon mal aufgehalten worden mit der Flagge. Ich will eigentlich, ich werde Melonen erst dann setzen, wenn ich den ersten Gegner sehe, vor dem ich ein bisschen Angst haben sollte. Bis jetzt ist dem noch nicht so. Bis dahin werde ich noch hier sammeln und versuchen, hier vorne zuzumachen. Der hier wird bitte mal aufgehalten. Hallo, nicht, dass der hier durchkommt. So, da hinten haben wir den ersten, vor dem ich ein bisschen Angst habe. Da kommt die Melone zum Einsatz. Alter, okay. Melonen sind fucking mächtig. Alter, wie sich geil sich das anhört, wenn die Melone kaputt geht. Ich hoffe einfach mal, dass sie so stark ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh nee, haltet ihn bitte auf. Wenn der hier hochgeht, dankeschön. Finde ich gar nicht knorke. Ich konnte ihn nur noch so retten, glaube ich. Weil ich will wirklich keine Melonenpflanzen verlieren. Oh, jetzt halt den doch mal einer auf, bevor der hier noch hochgeht. So, nächste Melonenpflanze. Und davor bitte, glaube ich, auch gleich... Das heißt, nee, das sollte er halten. Ja, das hält er. Und davor auch gleich schon wieder genug Schutz. Wenn wir diese Reihe jetzt hier so voll bekommen, dann habe ich nicht mehr allzu viel Angst. Außer ein paar von diesen großen Viechern kommen. Weil vor denen habe ich halt wirklich sehr viel Respekt. Also die sind einfach so durchgelatscht. Einfach, die machen einfach alles platt. Da hast du gar keine Chance, überhaupt noch irgendetwas zu machen. Ja, aus. Die Melonen haben echt eine gute Feuerrate auch so. Also gefällt mir ziemlich gut, was die hier momentan fabrizieren. So. Oh nee, Alter. Muss da jetzt unbedingt so eine dumme Leiter sein? Werde ich wieder nachher schön zahlen dürfen dafür, dass die ja wegkommt. Not enough money, ach so. Ja, okay. Not enough sun. So, kann man bitte einen den da aufhalten? Eigentlich brauche ich mir noch mehr Reihen. Also ich glaube, wenn ich das Geld habe, gehe ich sogar hier hinten hin und mache diese Mais, die Dinger hier raus. Weil die Melonen haben schon eine ziemlich vernünftige Feuerrate. Also das ist auf jeden Fall gut, was die hier abziehen. Und wir kommen auch gleich in die nächste Huge Wave. Deswegen sammle ich schon mal ein kleines bisschen Geld hier auf der Seite. Weil gleich werden die ersten Großen kommen. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen, als dass hier gleich die ersten Riesenzombies kommen, die ich dann natürlich versuchen werde, irgendwie, wenn möglich, aufzuhalten. Das ist einfach geil. Also das macht schon ordentlich Damage. Deswegen jetzt auch hier gerade keine Melone für mich, weil ich muss die 125 für einen Jalapeno offen haben. Und ich warte schon drauf, dass einer von denen kommt. 500? Okay, da können wir uns das leisten. Oh nein, nicht schon wieder so einer. Nicht schon wieder hier im Alleingang bitte drüber gehen. Ah, okay, immerhin, er wurde geköpft. Wo sind die Riesenzombies? Mir macht gerade tatsächlich ein bisschen das Fehlen von den großen Zombies ein bisschen Angst. Da wäre mir lieber, wenn so langsam mal einer kommen würde und mir fast mein komplettes Gehege zerstören. Ihr kennt das. Wenn das genauso läuft, dann bin ich dieses Mal überhaupt nicht glücklich darüber. So. Jetzt sind wir eigentlich so weit, wie ich es... was macht der hier? Mach mal wieder den da weg. Jetzt sind wir langsam so weit, wie ich es gern gehabt hätte. Diese Abwehr da vorne ist relativ stark. Mit den Leitern, okay, da kann man jetzt von halten, was man will. Oh, das ist aber nicht das Problem. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter hinten weiter, indem wir hier unsere ersten Erbsen durch Melonen, weil hier vorne die hinzusetzen bringt nichts. Sie würden sehr schnell wieder weggefespert werden. Ich mache da lieber nochmal eine extra Reihe so vorne hin, mit meinen hohen Walnuts, dass da nichts mehr durchkommt. Oh oh, das sieht auch nicht gut aus da hinten. Müssen wir mal ein bisschen hier hochrüsten. Aber wir haben noch keinen Riesenzombie. Komm weg da. Bam. Aufs Maul, Kollege. Oh, das hört sich nicht nach dem an, was ich haben will. Aber momentan läuft's noch. Auch wenn diese Runde zugegebenermaßen echt nicht easy ist. Momentan geht's noch voran. So, Melone hier. Okay, so langsam werden wir langsam echt gefordert. Oh oh. Geht aber noch. Okay, hier müssen wir als nächstes austauschen. Und immer noch kein Riesenzombie. Worauf warten die?
Ich meine, hier hagelt es hier momentan nur noch Melonen. Bam. Guck mal, wie schnell das war. Ja, jetzt werden die ersten Riesenzombies kommen. Und ich werde versuchen, sie mit Jalapenos aufzuhalten. Wobei ich... Okay, da ist er. Da ist der erste große Zombie. Er ist auf der Reihe. Jalapeno hat nichts gebracht. Das Einzige, was er gemacht hat, ist seinen Kollegen weggeworfen. Okay. Aber er wird momentan noch sehr gut aufgehalten. Wir müssen uns irgendetwas überlegen. Oh Gott, er haut einfach klein und groß hier. Oh, scheiße. Und der Jalapeno ist sehr, sehr langsam, was es angeht, um den kaputt zu machen. Wir müssen hier hinten unsere Abwehr verbessern. Wir müssen hier hinten... Was? Er ist schon down? Die machen so viel Schaden? Wow. Also das hätte ich nun wirklich nicht gedacht. Ist gerade echt der große Zombie gestorben? Vor unserer Abwehr? Das glaube ich ja nicht. Wenn dem wirklich so wäre, dann haben wir gut gespielt. Keine einzige Walnut wurde gefressen. Und ein Brief. How home owner, you have failed to submit the own rightful claim. Be advised that unless you comply, you will be forced to take extreme action. Please remit. Zombos. Who the fuck is Zombos, Alter? Oh, oh, he's here. Who the fuck is here, Alter? Muss ich Angst haben? Better get ready. It's gonna be one Hekuva fight. Bla 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 bla. Okay. Doppel Dave ist endlich los. Habe schon ewig drauf gewartet. Was machen wir jetzt hier? Okay. Sollte ich Angst haben? Sollte ich eventuell hier vor Angst haben? Was? Ja, meine Freundin kommt her und meint erstmal, Alter, ich denke, sie ist mit dieser Meinung mir doch dann eher ähnlich. Es ist Nacht, wir können Pilze einsetzen. Ob das jetzt schlau war oder nicht, sagt euch nachher noch das Licht. Den hier müssen wir irgendwie... Ah, na, endlich. Alter! Was bist denn du für eine Missgestalt? Nee. Warte, bis er alles platt macht. Was soll ich denn machen? Keine Ahnung. Achso, und jetzt kann ich hier wieder hochzüchten, oder was? Ach, dafür ist es da. Ja, okay, also er macht mir ja wohl hin und wieder einfach mal so meine Reihen kaputt. Also müssen wir jetzt leider was machen. Ach, danke, dass du den erst danach setzt. Super. Auch da haben wir das nächste Problem schon am Hals. Aber hat ganz gut funktioniert, was? Ich habe hier gerade ein bisschen wenig Stuff für das, was hier alles kommt. Ich zünde hier besser mal. Nee, ich friere. Ja. Auf jeden Fall besser so. Ah, man kann ihn also tatsächlich auch treffen. Oh nein, warum wieder dieselbe Scheißreihe? Gerade da, wo ich meinen Mais hingepflanzt habe. Kann hier vielleicht mal jemand was gegen den da machen? Ja, okay, dann müssen wir einmal schnell hier so. Ja, was soll ich denn mit dem da jetzt machen? Okay, der ist fast durch. Oh, oh. Hier ist gerade echt ein bisschen zu viel Action. Ich bin davon gerade ein bisschen zugegebenermaßen überfordert von dem ganzen Ding hier. Okay, das hat nochmal funktioniert. Ah, shit. Okay, da ist meine Abwehr dann irgendwie auch so ein bisschen zur Seite gewichen und hat gesagt, heute nicht.
Das ist kein Problem, solange ich hier noch von denen habe. Also ich muss schon ehrlich sagen, ich bin ein bisschen zurückgedrängt. Ich denke, zurückgedrängt trifft das hier momentan ganz gut. Nein, du wirst hier bitteschön das nicht machen. Lass meine scheiß Melone am Leben. Ja, geil. Was machen wir mit dem da hinten jetzt? Uns fehlen definitiv die Blumen. Wir haben hier viel Special-Zeugs. Ja, super. Gerade in dem Moment, wo ich dann... Ja, komm schon. Oh, nicht den. Okay, wir pflanzen mal ein bisschen wieder vor. Ich weiß auch gar nicht, ist das euer Ernst? Müssen wir so lange gegen den hier überleben? Haben wir erst so viel vom Level geschafft? Leute, das wird ja eine Dreiviertelstundenaufnahme. Das kann doch nicht euer Ernst sein, Leute. Meine Freundin kocht hier hinten dran. Wir essen gleich zu Mittag. Liebe Zombies, ich habe jetzt nicht die Zeit hier so eine ordentliche Aktion. Alter, ihr seid doch alle betrunken. Was macht denn der jetzt da? Na gut, da müssen wir mal ein bisschen zündeln. Halt. Bam. Da können wir auch nur zünden. Ja, hallo. Ich hätte dann mal gern hier eventuell meinen Jalapeno. Dankeschön. Und wenn das jetzt hier, also so langsam, geben mir die Ressourcen aus, liebe Freunde. So langsam bin ich hier ressourcenmäßig im Arsch. Um nicht zu sagen, ich habe ein ziemliches Problem. Den kriegen wir nicht mehr, ne? Aber ich habe ihn noch gekriegt. Ungefähr so gar nichts, bevor er... Oh, shit. Alter, macht mal was. Jalapeno! Immerhin, da wo ich nichts gepflanzt habe. Nee, jetzt müssen wir ein bisschen frieren hier. Weil ich krieg den sonst hier nicht mehr klein. Nett! Nett, dass du mir mein Mais klaust, du Arschloch. Oh, hier riecht das schon lecker. Aber das ist gerade nichts, was mir in diesem Fall hier weiterhilft. Tendenziell erstmal der hier. Und jetzt hier theoretisch. So. Mal ein bisschen frieren, bitte. Ach, das hält den nicht auf. Das ist auch schön. Ja, das Auto geht so langsam, aber sicher kaputt, aber es reicht noch nicht. Ja, danke schön. Da, wo ich die zwei Melonen hingestellt habe. Dein Ernst ist aber nett. Ich muss was tun. Ja, super. Ja gut, wenigstens klauen die nichts. Ja gut, hier müssen wir auf jeden Fall als nächstes wieder hin. Oh, nicht schon wieder so einer, Alter. Gegen die kann ich momentan einfach zu wenig ausrichten. Alter, du heilige Junge. Heilige Scheiße, Alter. Macht was. Ja, super. Gerade in dem Moment, jetzt haben wir ein Problem, Alter. Jetzt haben wir so richtig ein Problem. Halt ihn auf. Mach irgendetwas. Okay, ich habe den großen Blatt. Das war meine größte Gefahr. Erstmal frieren. Oh, komm schon. Du kannst nicht sein, dass der mir jetzt gerade den Scheiße weggestohlen hat. Mach was. Halt ihn auf. Alter. Jetzt, der muss echt... Jetzt, oh Gott. Mach ihn kaputt. Okay, ich muss nochmal frieren. Das muss doch reichen, um ihn kaputt zu machen. Der hält doch kaum noch was aus. Oh nein. Oh, shit. Ja, das reicht nicht. Ich muss einen Jalapeno benutzen. Ja, gut. Macht er den schnell genug kaputt?
Wenn ja, wäre das schön. Easy. Ja, war eine gute Wahl. Was? Da ist einer durchgekommen? Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Es war der, der mit der Kugel vor der Kugel gelaufen ist. Ach, die Kugel hat ihn nicht kaputt gemacht? Nein. Na, das ist scheiße. Ja, was machen wir jetzt? Es ist eine ganz einfache Lage, Leute. Ich habe keine Lust, diesen Level zu machen. Weil das wird jetzt nochmal mindestens eine ganze Folge dauern. Das ist offenbar der Finalkampf. Und ich setze meinen PC in 3 Tagen neu auf, werde also den Speicherstand verlieren. Vielleicht kriege ich mich nochmal durchgerungen, jetzt nochmal eine Aufnahme zu machen. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall nicht mehr in dieser Folge. Wir gucken mal. Entweder es gibt ein Ende von diesem Spiel oder es gibt kein Ende. Auf jeden Fall sehen wir das nächste Mal. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe keinen Bock mehr. Bis dahin. Tschüss.